Stirb, Goblin. Stirb, stirb. Ah. Tacke, 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 tacke. Zack. Da war der Kopf weg. Zack. Ihr merkt schon, das Spiel ist brutal. Also für ein Rollenspiel. Ui, und da war der Arm weg. Für ein Rollenspiel ist es brutal. Eradan ist jetzt auch Level 2, okay. Schauen wir uns jetzt mal um, ob hier irgendwie noch etwas Besonderes ist. Da ist eine Kiste und ein paar Fässer. Artefakt aus Westernesse. Und ich habe sofort eine neue Mission erhalten. Schauen wir uns gleich mal an. Nebenaufgabe, Arbeiten aus Westernesse. Ihr habt ein Artefakt von hoher Qualität gefunden. Es ist wahrscheinlich ein Relikt aus einem anderen Zeitalter. Es scheint ein Teil einer edlen Waffe zu sein. Findet ihr mehr dieser Artefakte, könnte ein Schmied daraus etwas ganz Spezielles herstellen. Okay. Öffnen wir mal die Truhe. Kurzschwert des Reisenden, kraftspendendes Mittel und ein paar Münzen. Da hinten haben wir noch ein Fass und eine Kiste. Da hinten ist auch nochmal ein Fass. Und nochmal eine Kiste. So, schauen wir uns mal an, was wir bekommen haben. Ein Schwert. Ein Einhandschwert. Weniger Schaden. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei meinem Zweihand. Bei meiner Zweihand-Axt. Da haben wir den ungeschliffenen Amethyst. Schauen wir uns mal weiter um, ob es hier nicht noch irgendwas gibt. So, das war jetzt die Leertaste. Dieser Hechtsprung. Würde ich es jetzt mal nennen. Holen wir uns die ganzen Münzen, die Bolzen. Braucht man nämlich. Oh, ein zweites Artefakt. Jetzt brauche ich nur noch ein drittes Artefakt, dann haben wir das auch geschafft, diese Mission. So, ein Heilmittel. Schild des Jägers und ein Trinkhorn plus Münzen. Schild des Jägers. Ich könnte jetzt da das Einhandschwert anlegen und da das Schild. Mache ich jetzt auch mal so. Ich kämpfe jetzt zurzeit auch in meiner richtigen Kampagne mit Schild und Schwert. Ne, mit Beil und Schild. Hier jetzt wieder eine Truhe, rostiges Großschwert. Das ist eine Zweihandwaffe. Okay, gehen wir wieder auf Zweihand. Ich habe gerade Lust auf Zweihandschnetzelei. Und hier haben wir ein Geheimnis. So, schlagen wir die Mauer schnell ein. Ist ja auch kein großes Problem. Haben wir neue Schilde. 63 Rüstung, 61 Rüstung. Bringt mir schon was. Ich gehe doch wieder jetzt auf Schild und Schwert. Und da werde ich es jetzt erstmal damit belassen. Schauen wir uns jetzt da nochmal ein wenig um. Da gibt es immer viel zu entdecken bei den Karten. Wie ihr jetzt schon seht. Hallo, mach die Kiste kaputt. Da hinten haben wir wieder eine Truhe mit Gold oder Silberlinge und ein bronzenes Horn. Dann geht's mal weiter im Kontext. Laufen wir hier raus. Und da nach hinten. Kiste und Fass einschlagen. Da hinten steht einer. Und er ist weggelaufen. Oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Natürlich habe ich es gewusst. Deswegen war ich jetzt auch nicht erschreckt. Ich habe schon auf den Punkt hingefiebert. Bei der ersten Kampagne, wo ich gespielt habe,
Da war nur ich hier unten und die anderen zwei sind da oben gestanden und haben dann gesagt, dass wir einen Weg hier rausfinden müssen. Fand ich recht amüsant. Haben wir ein neues Geheimnis. Ach, die Wand kaputt. Gegenstände plündern. Ein Beil des Reisenden. Das macht mehr Schaden. Deswegen gehe ich jetzt. Rüste ich mir jetzt das Beil aus. Geht es jetzt hier in die Kanalisation? Müsste eigentlich eine Kanalisation sein. Da haben wir einen Goblin. Und wenn man blockt, kann man auch den Gegner zurückschlagen, indem man während dem Blocken die linke Maustaste drückt. Ja, das kann manchmal recht nützlich sein, wenn ihr umzingelt seid von Feinden. Mal wieder ein paar Kisten. Und weiter geht's im Kontext. So. Goblins, da kommen jetzt ein paar neue Goblins. Jetzt werden wir Diese hier Goblins gleich sind klein, aber eingekreist. tödlich sind sie trotzdem. Ich schaue mir hier mal die ganzen Sachen an, was man hier alles plündern kann. Was habe ich denn bekommen? Ein Schwert. Eine Norburg-Klinge, die sogar noch mehr Schaden macht. Legen wir die uns gleich mal an und gehen jetzt in den Nahkampf. Ah, Hilfe. Schild raus. Zurückstoßen und kritischer Schlag. Zack, töten. Töten. Die Bogenschützen nerven. Und stirb! Bogenschützen nerven extrem. Zack. Gehen wir jetzt mal hoch und töten die ganzen Bogenschützen hier. Und die gehen mir auf die Nerven, auf den Sack. Lebt er noch? Okay, jetzt nicht mehr. Unten rechts werden die Bolzen angezeigt. Ah, Doppelbogenschützen. Auf in den Nahkampf. Ich bin ein Nahkämpfer, kein Fernkämpfer. Aber nur in diesem Spiel. Normalerweise bin ich so der Fernkämpfer. Auf diesem Spiel ist es gut, wenn man richtig in den Nahkampf geht. Wenn dann so viele Horden kommen. Und so richtig große Horden kommen. So wie jetzt hier. An diesem Punkt. Sollte man gut im Nahkampf sein. Was haben wir da? Bolzen. Oh, Treffer. Den Rundumschlag habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Brauche ich auch jetzt gerade noch nicht an diesem Punkt. Denn so arg bin ich jetzt noch nicht in Bedrängnis gekommen. Ey, das war meiner. Ah. Nehmen wir uns jetzt erstmal die Sachen. Was haben wir denn da? Einen Metallzangen haben wir. Was brauche ich Metallzangen? Ah, man kann nie wissen. Da haben wir noch was. Zack. Jetzt haben wir uns den auch. Da war das Bein weg. Das ist ein Faustschild. Vielleicht nochmal ausprobieren.